Max Weil ist einer der bedeutenden Vertreter der österreichischen Malerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber er ist nicht nur ein grandioser Maler, sondern auch ein sehr vielfältiger Zeichner. Ich würde behaupten, er ist sicherlich auch einer der produktivsten Zeichner Österreichs, wenn nicht Europas, der letzten Jahrzehnte. Weiler stammt eigentlich ursprünglich aus Tirol und er fühlt sich in seinem Denken, in seinem Handeln, in seiner Kunst sehr stark dem chinesischen Denken und der chinesischen Kunst verbunden. Das ist zurückzuführen auf ein gemeinsames kosmologisches Welt- und auch Naturverständnis. Wenn Weiler Natur darstellt in seinen Bildern, dann ist es eigentlich nie eine topografische Wiedergabe von Natur. Wir können hier nicht konkrete Landschaften wiedererkennen. Es geht ihm vielmehr, die Natur als Ganzes zu zeigen, das Werden, das Vergehen, wenn man so will, auch das Geistige in der Natur zu erkennen und bildnerisch umzusetzen. Die Zeichnungen und die Malereien von Max Weiler sind unglaublich vielfältig. Sie sind manchmal gestisch, expressiv oder hier in der Ausstellung etwa auch immer wieder kontemplativ, ruhig, gleichzeitig, auch wenn das vielleicht wie ein Widerspruch erscheinen mag, aber auch sehr dynamisch und spannungsvoll. Ganz wesentlich für die Zeichnung Max Weilers sind sicher die 1970er Jahre. Das ist ja auch der Fokus hier in der Ausstellung. Es ist jenes Jahrzehnt, wo Weiler in der Zeichnung seinen Strich gefunden hat, der dann auch das Spätwerk die Jahre danach, die Jahrzehnte danach noch stark prägen wird. Es ist eine Zeichnung und auch Malerei, es gibt auch einige Malereien hier zu sehen, wo alles im Fluss sich befindet. Eine Landschaft, die wir sehen, der Vertikale, die ganz eigentlich dem konträr steht, wie wir normalerweise Landschaftsbilder kennen, nämlich waagrecht als Landschaftsbühne. Und das natürlich ist gerade Max Weiler ein großes Anliegen, weil er eben nicht eine klassische Landschaft hier wiedergeben möchte. Aber dennoch sehen wir hin und wieder, wenn wir uns diese Bilder ansehen, wir sehen Schluchten, wir sehen Abgründe. Das Auge, das menschliche Auge möchte durchaus hier durchaus auch gern gegenständliche Landschaften entdecken. Es gibt einen sehr schönen Satz von Gottfried Böhm, einer der zentralen Weiler-Experten, der einmal gesagt hat, dass Weiler ein Künstler ist, der gegen die Linie arbeitet, dass er ein Zeichner des Striches ist. Und gerade bei diesen Zeichnungen, auch hier in der Ausstellung, ist das sehr, sehr gut nachvollziehbar. Wir sehen hier eine ganze Reihe von mikroskopisch kleinen Schraffuren und Schattierungen. Wir sehen eine dichte Komposition an Kringeln, an Punkten, an Zeichen. Wir sehen ein Gewitter an unterschiedlichen Formen und Ausprägungen, die, wenn man sich gerade von der Nähe ansieht, fast lebendig werden oder ganz neu entstehen.